Ich habe mich immer gefragt, wo der Schwachpunkt von den Dingern ist. Ah, ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Okay, ist halt Luft und Schild, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Aber Luft habe ich halt nur auf dir so sinnvoll, so richtig. Aber ich habe jetzt nur noch einen Skillpunkt. Hallo Ninka, warum warst du zu lang wach? Was habt ihr noch gemacht? Wunderschönen guten Tag. Nein, ich bin nicht immer noch an dem Dungeon, ich bin wieder in dem Dungeon, um zu leveln. Bevor hier Dinger falsch verstanden werden. That's some thick skin. Two enemies. Charge through them. Okay, dass die Order der Techno ausgelöst wird, wenn man... In dem Moment, wo man denjenigen Knockdown, ist ein bisschen doof. Keep going. Da bist du dran und darf einen angreifen. Okay, Defense ab. Haben bis 2 Uhr gequatscht. So ist das, wenn man Menschen zu Hause hat oder irgendwie in der Nähe hat, die man mag. Das ist schrecklich, ne? Da bleibt man lange im Munter. Half Money. Das wäre okay. Weil ich will die XP abhaben und ich will einen Chesty haben in dem Fall. Aber tief langweilig. Ja, die ist auch nicht so wahnsinnig abwechslungsreich, die Musik. Aber ich finde 2 Uhr geht auch noch. Also, kind of okay. 95 XP. Wie viel XP brauche ich jetzt noch? Mal nachgucken. Wahrscheinlich immer noch irgendwie 800. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich will aber unbedingt heute noch den Diffuse machen. 760. Allein zu Hause, aber im Discord oder sowas dann wahrscheinlich. Oder war es im Stream? Dass du bist. Ach, du bist im 2 gestreamt? Okay, das finde ich dann doch schon relativ bemerkenswert. Gibt diese Situation, wo man ein bisschen 2 streamt. Shadows, you get to go first. So. Können wir den mal tot kniefen, dann können wir den anderen mit Eis machen. Jawohl. Great Sensei, go for broke. So, und du hast ja noch Mabufu. Bufu meinst du natürlich noch. You hit its weakness. So, und jetzt. Um 4 wurde ich nochmal zum Kaiser gewählt, danach irgendwann bin ich eingepennt. Ich meine, du bist beim Zocken eingepennt, Xan, du bist um 8 wieder munter? What the fuck? 0 hast du gestreamt und dann bist du 2 Quadrat in deinem Discord oder was? Money ist mir relativ wumpe, von daher nehme ich hier die beiden Fortune Arcana, Izanagi's Luck, sehr gut, weil nämlich eigentlich behalten. Ranked 1 Cup, the entire party's HP, SP ist mir gestreamt. Es gab halt fast keine XP. Ich glaube, ich muss schon irgendwie auf Level 5, 6 auf dem Ding bleiben. Für XP. Powerbelt. Hätte ich den eigentlich auch verkaufen, wenn ich den nicht haben will? Das wäre erst echt smart. Du kommst her. Du bist weak gegen Eis, dich mache ich jetzt platt. A rare monster. Beat the stuffing out of it. Hau drauf. Someone finish it off. Just one enemy left. It's pretty weak, so I bet this'll be a cinch. Auf einem bestimmten Level sind die einfach, haben die ein, drei Element-Dinger. Ich wollte gerade sagen, ich hab mich da nie dran erinnert, dass das. Tja, so ist es halt. Bin irritiert gewesen. Dann physisch. Oh, sehr gut, der gegardet hat. Dass du im PC eingeschlafen bist. Das ist mir, glaube ich, noch nie wirklich so gegangen. Wenn ich am PC bin, dann schlafe ich nicht ein, außer ich gucke mir irgendwie was an. Also wenn ich irgendwie ein YouTube-Video gucken kann oder so, dann kann es sein, dass ich am PC einschlafe. Sonst eigentlich nicht. I can't defeat it. Natürlich ist auf den Leuten... Auf den ich jetzt, Seems bewildered. Auf den Leuten, auf denen ich die guten Defense-Down-Sachen habe, habe ich natürlich jetzt keine Skillpunkte mehr.
That's not going down. Also die Musik ist am Anfang relativ cool, aber das stimmt schon. Jetzt, wo sie eine Weile anhält, ist es ein bisschen anstrengend. Geh mal Valkyrie. Die hat nämlich, glaube ich, ein besseres Eve-Setup. Bin ich eingepennt, als ich im Bett gelegen habe und Game Nummer 3 von No Pink gegen Unknown geschaut habe. War das so langweilig? Komm schon, ich will das Vieh mal töten. Verbessert. Ich treffe halt nie damit, ne? Wir haben's! Oh, finally. Ich hab das. Ach, das gibt 2000 direkt. Und 370 XP. Na, dann war das geil. Dann war das geil gerade. Das hat mir meine halbe XP gegeben fürs nächste Level, was ich haben wollte noch. Und jede Menge Kohle. Holy shit. Dafür ist es halt aber gegen jedes Element stark. Was ein bisschen nervig ist. Lifestones. Lifestones sind auch sowas. Die kann ich auch, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte mit Start ins Menü, aber auf Start liegt hier Signal sind und Y ins Menü. Wo haben wir denn die Lifestones? Da habe ich 7 Stück von. Hier, Lifestone, 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 so. Raus mit dem Kram. Wir haben ihn noch nicht fertig erkundet. Und Linka, bist du denn heute auch noch todmüde oder hast du dich inzwischen ausgeschlafen? Weil ich bin irgendwann um 3.30 Uhr aufgewacht von ganz alleine. Two enemy shadows. Electricity, ja, ich habe keine Skillpunkte mehr. Da ist nicht mehr Electricity. Two enemies left. It's not going down. Uh-oh, Yuki-chan's showing no. It's so scrawny. Ansonsten, oh, das hat aber 2 Stärken. Wir können bei dir Bufu nehmen. Jetzt müssen wir Damage machen, als einfach nur einen Angriff. Bash ihn dead. Ich glaube, ein bisschen kaputt. Das kann ich verstehen. Ja, aber ich bin auch nicht ganz auf der Höhe, weil ich aktuell meinen Tagesrhythmus wieder ein bisschen rumgeschoben habe. Deswegen bin ich zum Beispiel auch gestern 18 Uhr eingepennt und dann um 3.30 Uhr aufgewacht. Oder 19.30 Uhr, was glaube ich, ein bisschen, wo ich eingepennt war. Aber ich fühle mich heute zumindest langsam wieder auf dem steigenden Ast, aber ich muss ja heute meine. Achso, das ist hier. Ich muss ja heute meine Impfung entgegennehmen. Da muss ich heute noch 17.15 Uhr impfen gehen. Ich hoffe, das wird mich nicht morgen komplett flachlegen. Weil ich ja am Montag ein Bewerbungsgespräch habe. Oder wir sagen Probearbeiten sogar, nicht nur ein Bewerbungsgespräch. It's our turn first! There's 3 enemies! Wir lieben mal die Vögel. Werde ich noch ein Bewerbungsvideo machen für das Aldi-Gaming-Hearing? Ja, ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, nope, das werde ich nicht tun. Also es ist wirklich sowas, das habe ich mir durchgelesen und habe gedacht, na, klingt ganz nett, aber die haben irgendwie geschrieben, du musst irgendwelche Challenges machen und darum habe ich, glaube ich, keine Lust. Keine wirkliche. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen werde ich das nicht tun. Aber ja, ich wünsche dir viel Erfolg natürlich dann dabei. Ich vote für dich, wenn man dich irgendwie voten muss. War das hier gegen Feuer? Ja, war es stark. Deswegen, also eine normale Attacke. Oh, das war ein Crit! Ja dann, all out attack. Ein Crit finde ich gut. So, kommen wir auch in die Shuffle Time. Mit ein bisschen Glück. Ich will es mal probieren. Ja, für mich klang das schon ein bisschen nach zu viel Nerv. Wir recovern mal. Vor allem die Skillpunkte, die man hier recovert, ist glaube ich echt hilfreich. 46 EP, 400. Ich glaube, wir sollten übel viel Geld haben nach der Grind-Session heute. Da kriegen ja immer irgendwie 400 Yen oder sowas für jeden Kampf. Wir haben gefühlt unzählige Kämpfe heute gemacht. Wir kriegen ja viel weniger XP als Yen. Oh. Schwingen? Überhaupt kein Schwachpunkt. Und kriegen wir dich halt kaputt. Just one enemy left. Wir können die silenzen, oder? Ich habe nie ein Video gemacht und weiß gar nicht, wie man das machen soll. Ich habe ja sogar, ich habe über 1000 YouTube-Videos. Also, hallo Dinka, ich mache das schon eine Weile. Auch mit Vlogs und sowas ein bisschen habe ich schon gemacht.
Nicht mein Programm dafür ist. Ich hab 12 gesehen davon. Welche hast du gesehen, Xan? Bin ich kein guter Mod? Ach, vollkommen fein. Man guckt sich halt an, worauf man Lust hat. Nur weil du mit mir Mod bist, heißt nicht, dass du meinen Content konsumieren musst, ja? Also, da ganz entspannt. Ach, paar von den Gardek-Dingern. Da habe ich weniger als 12 auf jeden Fall. Das mit dem kein Programm haben könnte kritisch werden, Ninka. Weil viele von den Schnittprogrammen relativ viel Geld kosten. Es gibt ein paar, die sind so zwischen 50 und 100 Euro. Und das sind die billigen. Die ganz okay funktionieren, aber nicht richtig gut sind. Ich habe ein Schnittprogramm, das wäre, glaube ich, ich habe das mal über meinen Studienausweis damals als Studentenversion geholt für, ich glaube, 300 Euro. Das war die günstige Variante. Das kostet, glaube ich, im Original wie 500 oder 600 Euro. Das ist halt absolut krank, was solche Schnittprogramme kosten. Aber ich habe es tatsächlich mir eventuell vorher in der Demo-Version angeguckt und war mir sicher, dass ich damit umgehen kann und mich damit wohlfühle. Aha. Also deswegen, es gibt, glaube ich, wobei es gibt inzwischen mit Adobe Premiere, glaube ich, so ein Cloud-Service inzwischen irgendwie 10 Euro im Monat kostet, wo du dann die Adobe-Sachen benutzen kannst, also so 20 Euro. Könnte man das dafür eigentlich auch nutzen? Ja klar kann man ein Schnittprogramm, was für ein Schnittprogramm hast du denn, Xan? Für Filme? Das Schnittprogramm, was ich habe, ist Sony Vegas Pro, das ist eigentlich für Filme gedacht und es hat auch einen DVD Tool dazu gegeben, kostenlos. Also ich kann damit DVD auch Menüs und sowas erstellen. Mit dem Set sozusagen. Let's do this. Persona! Damn, it's not going down. There. It's... Oh, gegen so einen Shuffle. Also, da muss ich vor. Du hast manchmal. Es gibt manchmal solche Glückssachen. Dass zum Beispiel bei Humble Bundle oder so gab es mal von wegen, wenn du 20 Euro bezahlst, gab es so ein Schnittprogramm-Dings, da hast du irgendwelche Sound-Sachen gekriegt. Und ich glaube, neben den Sound-Sachen noch ein paar andere Varianten, für die man mitnehmen für eine neue Persona. Aber wir wollten ja. Oh fuck, jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich brauchte. Ich glaube, Forneus, Ukubach und. Oh fuck, wir machen, glaube ich, Saki mal raus. Den haben wir registriert auf jeden Fall. Oder brauchten wir Saki? Nee. Ich glaube, nehmen wir, wo ich den kriege, sollte der aber. Persona New sollte der registriert werden. Doch Izanagi nicht weg. Wir können Sandman wegmachen. Das ist das Höchste der Gefühle. Also Xan, muss man sagen, was für ein Schnittprogramm du hast. Aber ich denke mal schon, generell, klar. Revival Beat. Ja, wir grinden hier halt gerade hart rein. Xan, von daher ist es nicht. Okay, der ist weak gegen Eis. Ja, mal den unterhauen. Ich habe es nicht installiert. Das liegt bei meinem Vater auf einer externen Plattform. Das benutzen wir halt schon seit fast 50 Jahren, um Fernsehmitschnitte zu schneiden. Also es gibt auch so kostenlose Tools wie, ich glaube, den Windows Movie Maker, aber den erkennt man halt sofort. Wenn ich nur was Kleines Einfaches mache, damit das Schnittprogramm fehlt, kann ich auch keine Clips anfügen, also würde es was Langweiliges werden. Und daran finde ich schon, merkt man schon, dass es nicht ganz durchdacht ist. Du hast Eis gehabt. Du hast Gift gehabt. Du hast Fist Damage. Stark gegen Feuer? Das ist ja was anderes gewesen. Ich habe mein einziges Windding weggeschmissen. Ich dachte, es wäre ein Windding. Ach, ich bin jetzt voll Idiot. Den kann ich übergarden. Two enemies! Charge through them! Also ich finde, daran merkt man schon, dass es nicht ganz durchdacht ist, weil die haben ein paar Sachen drin, wie sie wollen grundlegende Kurse machen, wie benutzt du OBS, wollen aber dann Challenges machen, wo du ein Schnittprogramm brauchst. Also das ist irgendwie nicht, für mich nicht konsistent.
ob das jetzt für Leute ist, die schon ein bisschen in dem ganzen YouTube-Stream-Sachen drin sind und sich da schon ein bisschen, ne, betätigt haben. Oder ob es für Leute ist, die komplett neu anfangen wollen. Das ist für mich nicht ganz konsistent in dem, was sie ausgeschrieben haben. Und dann irgendwie gibt es auch so Community-Votings oder sowas geben, wo ich mir so denke, halte ich für schwierig, weil dann natürlich Leute mit einem bisschen, ne, wenn jemand 1000 Follower schon hat, ist es was anderes und noch lange kein großer Streamer. Und natürlich viel einfacher gewotet als jemand, der 10 hat. Also ich habe mir da Sachen durchgelesen, das Gefühl gehabt, das ist nicht ganz klar wofür. Weil irgendwie Hauptgewinn ist dann, genau, wenn du irgendwie Level 2, Level 3 kriegst, also wenn du in die Stufen höher kommst, kriegst du eine Kamera oder ein Mikro. Beides sollte ich schon haben, wenn ich als Content Creator schon unterwegs bin. Und dann aber auf Level 1, wie benutze ich OBS, das sollte ich wissen, wenn ich als Content Creator unterwegs bin. Also das sollte keine neue Information für mich beinhalten. Als Workshop. Das ist so ein bisschen. Finde ich komisch. It's down. Persönlich. Achso, und ich glaube, der Hauptgrund ist ein fetter Rechner. Das ist ganz nett. Zu den übrigens nicht killen mit einem All of the Tech. Trotz Weakness finde ich krass. So, sind wir jetzt langsam mal an dem Punkt, wo mein Level abkommt. Snuff Soul. Dann nenne ich Persona. Status. 141 brauchen wir noch. Ein XP. Also ich will mich da nicht drüber aufregen, aber ich finde, es hätte besser durchdacht sein können. Welche Workshops es gibt und welchen Zusammenhang und welche Belohnungen es dafür gibt. Hier wird Elektro, ne? Ja, Elektro und Feuer sind die anderen. Achso, ich hab sogar genug für Elektro, guck mal. Aber wie gesagt, ich wünschte trotzdem. Ich hab's auch überlegt, ob ich es mache und hab mir halt so gelesen fand. Na, der Aufwand ist nicht wert, in die Zeit hab ich gerade einfach nicht. Da ich wieder beim Job suchen bin und davon ausgehe, dass ich eigentlich mich damit beschäftigen werde. Da kriege ich ein bisschen von meiner Persönlichkeit her. Ach, einfach versuchen und Erfahrung sammeln, das ist schon richtig. Ich habe es halt nur abgewogen für mich und habe gesagt, ich habe die Zeit, glaube ich, nicht. Das ist so das Hauptergebnis. Alles klar, Laura. Danke fürs Reinschauen. Bis bald. So, wir können Chess-Key kriegen. Skill-Card oder eine Energy-Up. Recover HP-SP. Tool 2 HP-SP ist, glaube ich, cooler und dann können wir nicht weiter fighten. Ist gleich am PC? Achso, dann ist gleich am PC. So, dann 46 sind wir noch irgendwie bei ungefähr 100, glaube ich, die wir brauchen an XP. Let's do it. Boom. Player Advantage. Oh, das ist wieder so ein. Das ist eine kleine Version. Jo, das ist eine kleine Version, die gegen Eis. Valkyrie habe ich da. Zwar sinnlos, aber wenn jemand mitmacht, werde ich das wohl unterstützen. Ich finde sie nicht komplett sinnlos, aber wie gesagt, ich finde sie eine coole Idee. Aber es ist halt nicht gut organisiert, finde ich. Oh, warte, ich bin ein Vollidiot. Ich hätte gerade Wind benutzen müssen, aber das gelingt. Alles. Ich glaube, es war nicht empfindlich gegen Eis, oder? Yikes, it's tough. Ja, oder Attack, das geht auch. Sehr gut. Komm mal, so. Ich muss gleich mal was zu trinken holen. Ich rede mit dem Spiel wirklich viel, finde ich, weil ich viele Sachen vorlese und auch viel kommentiere. Gerade wenn es dann auch um Story geht. So, wir haben Stufe 1 Recover, Get Chest Key. Holen wir den Chest-Key. So, jetzt müssen wir noch ungefähr 50 brauchen. An XP. Noch so ein Kampf und wir wären durch. You sense an intensely terrifying presence. Open this box. Yes. Don't open that. That should never be opened.
It will reopen it. Yes. Jumped out of the box. Oh. It's death! This one's dangerous! Können wir den silencen? Können wir nicht. It's not just working. One enemy left. Ist er eisempfindlich? Nope. Ist er feuerempfindlich? Ist wieder ein Boss, ne? Ist es wieder ein Boss, by the way? Das ist ein Enemy left, ja, ja. Oh, da war ein Crit dabei. Sehr schön. Das ist gut. Ja, ich weiß, das sagt immer wieder zwischendurch. Auch nicht, wenn er sagen würde, wenn der Vorletzte gekillt wird, aber er sagt einfach random zwischendurch. Ich hatte viel Defense. Holy shit. Dem brauche ich einen Defense down. Dann mache ich ihm keinen Damage. Die Frage ist, ob der hat wieder so einen AOE-Kill? Shit. 3000? Mit irgendeiner fairen Challenge. Jetzt müssen wir nochmal auf dem Level anfangen und das nochmal bis dahin machen. Alter Schwede. Ja, yeah, wo sind wir jetzt wieder? Ne, nicht Persona. Status. Jetzt haben wir 335 wieder an übrig geblieben. Oh Mann. 4000 Damage drückt er mir einfach ins Gesicht. Okay, also die Warnungen soll man schon ernst nehmen von dem Spiel. Würde ich mal behaupten. Der ist ein bisschen unter deinem Level, ja total. Total unter meinem Level. Oh Mann. Oh Mann. Persona! Alter. Oh, Sensei! You knocked it down! Persona! 4000. Ich meine, das war Death, ja? Also, man hätte sich denken können, dass jemand, der Death genannt wird, wahrscheinlich ein ziemlich hohes Level hat. Boah. What the fuck? Come, Jiraiya! It's down! Okay. Out of our way. Ich raff's immer noch nicht, Alter. Das ist da, vor allem, dass der einfach drei Leute mit 4000 Damage. Okay, der Basic League hat, ist scheißegal, aber 4000, 1000 Damage macht, aber. Trotzdem, what the fuck. So, sind wir über 270 XP noch, die wir ungefähr brauchen. Oh. Ja, wenn man helfen will, ne? Und dann ist er aber nochmal aktiviert. Okay, du bist aber elektroempfindlich, ja. It's not going down. Just one enemy left. Nee, nicht dir. Mach mal Agi. Verbrenn den mal. Standby? Gib mir mal meine Izanagi Elektro-Persona. Oh, ich hab keinen. Ja, never mind, ich hab keine Skillpunkte. Dann kriegen wir halt rein. Machen wir es einfach platt. Wir brauchen bloß die XP. Ich vor allem die 2000 Yen von dem einen Ding nicht mehr, ne? Glaube ich. Oh, das sackt doch. Oder war das in der unteren Ebene? Also von dem Gegendesign her, ne, wenn da so heftige Gegner reinkommen, dann wirkt es ein bisschen, als wäre das so ein Continue-Game in einem Arcade. Aber das hier die Stelle, die ich nicht öffnen sollte, ne? Wenig minig irre. Lieben wir sie weg. Oh, da ist ein Dritt dabei. Nice.
Oh, der rettet jetzt nochmal? Yo. Ich bin dann raus, dann ist das Game wieder langweilig. Wie gesagt, ich grind hab heute nur rein. Klar, das ist dann langweilig gesagt. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg, was auch immer du tust. Es war mir schon bewusst, dass das heute kein besonders aufregendes wird. Wow, half money. Sweep bonus, oh. When all the cards in your mind are obtained, a sweep bonus occurs and the following benefits can be gained. Shuffle time will definitely occur after the next battle. Ooh, the number of cards you can draw will begin with +2. Oh, persona cards you already have and negative effect cards will transfer into different cards. Oh, to obtain even more cards. Das ist ja geil. Könnte ich Angel mitnehmen? Ich will Angel, glaube ich, nicht mitnehmen. An der Stelle. Oder wir nehmen Sandman raus und Angel dafür rein. Machen wir das mal so rum. Sollten wir irgendwie bei 220 XP sein. War das das? Ne, das war Peach Seed. Aber es hört sich schon auch mit irgendwelchen komischen Kettenrasseln immer danach an, dass wir hier irgendwann so ein Peach kommt. Fast vermutlich, dass irgendwann mal sowas kommt. So, du hast wieder Wind. Oh, oder wir tritten einfach mal rein. Auch eine Option. Er macht nur 80. Achso, wir kriegen auf jeden Fall einen Dingens hier und einen Shuffle Time. Sweep Bonus. Aber so, die besitze ich doch schon, sollte das nicht ändern? Können wir erstmal mit denen nehmen. Können wir auf jeden Fall wieder alle nehmen. Change one more to persona. Sweet bonus. Kriegen Hard HP und SP und wir kriegen Slime. Ich glaube, ich brauche keinen Slime. Das Slime ist wieder weg. Ich habe 38 XP wieder. Das ist, was ich nicht aufmachen durfte? Nee, war es nicht. Okay, hier haben wir den Aufzug. Haben wir jede Menge Sachen noch nicht erkundet. Oder nehmen wir einfach den gleichen normal. Nee, nicht gerade schon. Two enemy shadows. You get to know first. Okay, und ich tritt mal wieder rein. Den krieg ich nicht. Der guardet. Und sie macht jetzt eine Maragi. Können aber direkt schon killen, glaube ich. Oh, wir machen einfach mal Leute Tag. Auch okay. Den Sweep Bonus kann man aber ganz gut bekommen, wenn man den einmal erreicht hat, den immer wieder zu bekommen, weil du hast jetzt drei Karten, die ich nehmen kann. Natürlich kann ich dann viel einfacher sweepen. Speed Bonus, Avoid Encounter. Okay, ich kann jetzt nicht alle nehmen. Ich würde, glaube ich, XP nehmen. Money up. Luck up. Increased Luck. Und Coins. Oh, mal von allem ein bisschen mehr gekriegt. So, nur nicht alles. Ich kann einfach auf der gleichen Ebene permanent rumrennen und würde immer wieder neue Gegner kriegen. Und hier sind sie relativ easy. Aber weiter oben kriege ich halt deutlich mehr XP dafür, wenn ich schon welche besiege. So, da ist die Chest. Snuff Soul, sehr gut. Ja, Skillpunkte für spätere Fights, wo es ewig dauert. Sie haben, glaube ich, einen Key, ne? Können wir die sogar hier aufmachen. Oh, die sind beide Feuer. Two enemy shadows. You get to go first. Reiten die ein bisschen vor. Machen wir einen Maragi auf beide.
Ach Quatsch, wir hätten das normale machen können, wir sind eh beide. Die haben, glaube ich, wenig physischen Widerstand. Ich glaube, es ist nämlich physische Attacke, diese All-Out-Attack. Avoid Encounters, Recover HP, SP. Pff, wir recovern wieder. Wir wollen ja hier möglichst lange drin bleiben. Und dann sparen wir uns viele Skills. So, was haben wir hier? Yo, Open Treasure Keys. Ich glaube, ich sollte lieber weiter oben benutzen, weil ich glaube, auf den höheren Ebenen hier und da drin geileren Stuff. Two enemy shadows. You get to go first. Moment. Ach, ich hab diesen Nagi drin. Ich bin ein Vollidiot. Wir cleaven mal den da. Ja, den können wir eh nicht. Direct That's how you do it, Sensei. Das ist auch noch Option. So. Den bereiten wir noch ein bisschen vor. It's not going down. Two enemies. Charge through them. So, und du machst jetzt als Skill Mabufu, wo du beide mit Eis erwischt. Oh. Auch eine Option. Machen wir es halt so, aber ich würde gerne das Plus One jetzt kriegen sollen. Chest Key. Oh, nehmen wir noch den Chest Key noch mit. Können wir den nämlich direkt öffnen hier. Level up! Ja, finally, da ist es doch. Jetzt kann ich das Fusing machen. Noch ein Ice Suppressor. Also, kann ich die Dinger auch verkaufen wieder? Das ist ja komplett nervig. Change Move to Next Floor. Wenn ich auf 4 öffne. Aber ein Battle können wir noch. Einen können wir noch. There's only one enemy. Was war Eis? Valkyrie it is. Just one enemy left. Könnt ihr. Ihr sagt mir dreimal just one enemy left. Ist ja klar, hab ich verstanden. Oh lol. Dann. Gib ihm. Können wir hier vor Free einen Knockdown kriegen? So, du musst einen Bufu, um den zu töten. Boop. Level 16 Magician mit Yosuke. Wird kaum Skill-Punkte gefressen. Ah, da geht noch mehr, da geht noch mehr. An enemy, be careful. Hauen die einfach von hinten. Dann sind die hier windempfindlich. You can attack before them. Oh, der ist sogar auch Wind, guck mal. Wir können einfach normal attacken. Kann reinkniegen. Damit wir die auch schön tot kriegen. 20. Dann kann ich das machen. Aber er stirbt aber daran nicht, wa? Also einer von den beiden stirbt, aber nicht beide. Let's go. Ja, ich sag ja, sterben nicht alle daran. Das zackt wieder mal. Wobei, ich finde Shuffle Time, Shuffle Time! Das ist sehr, sehr viel grindy, wenn ich so wie ich es gerade spiele. Und mal die Skillkarte hier noch raus. Ukaka, ja. Peach Seed. Hat doch so viel zu viel Geld, oder? So wie ich das gerade mache. There's only one enemy. Go for a first strike. Oh, das ist ein Hit dabei. Critical hit. Nah, if you say so. One enemy. Fight, fight, fight. So persistent.
Kann ich jetzt nochmal einen Auto Attack machen? Wenn ich jetzt nochmal einen Weak Passport benutze? Kann ich nicht. Das ist nicht so smart dann. Aber kriegt trotzdem eine Shuffle Time. Weil er ohne Gegenschlag den machen durften. Oh, Money Up 3. Money Up 3 ist, glaube ich, ganz geil. XP Up 2, Money Up 3 oder halt die Erweiterung. Hier ein leerer Raum. Ein bisschen merkwürdig, dass die Räume einfach immer leer sind. You can attack before them. Warum Chopper? Chopper, mein Bopper. Is afraid. Moment, war das Eis oder Wind? Wind oder enemies. Charge through them. Someone else's turn. Ich hab 12. Ja, dann reicht das doch. That's it, Yosuke. Das sollte, sollte glaube ich, reichen dann. Für den Warlord Attack Kill, für den Loot, Loot! Change to Arcana. Change to Persona. Change to Arcana. Half XP. Ui. Hallo. Sweet Bonus. Haben wir einen Sweet Bonus für den nächsten Kampf. Und Moa hat leveled up. Ich würde damit langsam mal rausgehen wieder. Auch wenn wir uns inzwischen, glaube ich, ganz gut halten mit den so minimalen Skillpunkten, die wir halt noch benutzen können, dass wir noch ein paar Skills machen können. Da ist sogar das, die Stufe zum Hochgehen. Ich will nur gucken, ob hier noch irgendwo Loot ist auf der Ebene. Wir haben die Ebene fertig. Da ist doch. Oh, das wollte ich gar nicht auf dich da hauen. Electro. Du bist nicht diese Nagi-Idee. Komm erstmal hier einen Knockdown auf dich. Go, Sensei! You knocked it down! Und dich kriegen wir dann mit dem. Oh, ein Critical Noise. Okay. Direkt mal reingeschüttet, das ist nicht gut. Ohne Gegenschlag wieder. Also schon, da kommt noch Verstärkung, weil direkt daneben war. Den können wir direkt wieder raushauen. You're awesome, Sensei. Go, go, go! Mal wieder direkt auf Valkyrie wechseln. Eigentlich können wir da erstmal nochmal drauf attacken. Oh, Attack up. Nochmal ein Bufu Eisbissen auf den. Jetzt müssen wir eigentlich einen Order Attack kriegen. Jawohl. Den, der nicht physisch widerstandsfähig ist. Haben wir trotzdem nur 100 Damage gemacht. Das verstehe ich noch nicht ganz, wann wir wie viel Damage machen. Persona Agility up. Money up. Persona Agility up. Oh, wir können einfach alles nehmen. Geil. Stimmt, ein Sweet Bonus. Valkyrie's Agility has increased. Nice. Hallo, Sono. Was ist denn Wut? Hast du den Schlafrhythmus gefixt? Gefixt ist jetzt zu viel gesagt. Ich bin gestern einfach schon vor 8 eingeschlafen und bin heute früh vor 4 aufgewacht und war dann munter. Von daher, gefixt. Weiß ich jetzt nicht, also. Ich war einfach müde und bin umgefallen im Prinzip auf dem Sofa.
So ein bisschen ist eher die Aussage. Also, du hast du gestern alles nachgeguckt? So, Item. Hier, go home. Ist nur so, aus dem Dungeon rauskommst, zack ein bisschen. Und ich kann die Dinger, glaube ich, nicht kaufen. Jetzt wieder 2 Stunden 45 Minuten hinten. Ja, ungefähr. So ist das, wenn man halt nicht früh um 7 mit mir aufsteht. Was soll das? wobei ist nicht so viel passiert, so nur. Ich habe nur heute fast nur ein bisschen gelevelt. Ich bin, glaube ich, noch am ersten Tag. Ich bin am 1.5. Und ich habe gefühlt jetzt die letzten 2 Stunden einfach gelevelt, gegrindet, um Geld zu kriegen. Weil das verbraucht ja keine Zeit in dem Spiel, wenn ich kämpfen gehe. So eine komplette Kampfsession ist ein Nachmittag. Ich habe, glaube ich, noch nichts gemacht sonst heute, was an Zeitfortschritt angeht. Und ich habe unglaublich viel Geld gekriegt. So, nur finde ich das Spiel, glaube ich, relativ spannend. So, wir wollten fusen. Weil wir haben im Fusion Forecast Persona Jack Frost wollen wir machen. Use Search. Jack Frost. Wakery. Omoikane, Saki. Oh, Moment, da müssen wir Leute registrieren. Halt, stopp. Compedium, Registers Persona. Valkyrie registern. Yes. Izanagi registern. Angel registern. So, Fuse. Wegen der Story. Aber du hättest auch gleich erwähnen können, dass du die Folgen für YouTube kürzt. Ich kürze sie halt. Moment. Ist doch logisch. Dass ich rausschneide, wie ich mich mit Lumi und meine privaten Sachen unterhalte, ist doch irgendwie klar, oder? Dachte ich zumindest. Omoikane, Saki Mitame, Yomotsu Shikome. Omoikane, Ukobach von Neos. Ich glaube, hier werde ich das machen. Machen den hier, weil der sieht cute aus. Please choose the skills you would like to pass on. Ufu ist, glaube ich, ganz gut, weil der Eis ist. Dann habe ich einen Single-Target. Zio, what? Panic, Poison Mist. Heals Light Physical Damage. Skua, Taruda, decrease one force attack for 3 turns. Decrease one force hit evasion, increase Panic Boost. Panic und Panic Boost? Panic ist, glaube ich, ganz gut. Ja, stimmt schon. Hab den Steam Sale auch schon ausgenutzt. Ich habe ihn insofern ausgenutzt, ich habe Dark Souls 3 gekauft für Lumi und mich, aber nicht auf Steam. Also, schon für Steam, aber nicht auf Steam direkt, weil es billiger war woanders. Ja, Lumi hat Dark Souls 3. Jetzt könnte Lumi nerven, wann sie Dark Souls 3 streamt. Und ich habe auch schon mal gestartet zumindest und ich muss mir auch noch überlegen, wann ich es spielen will. Ich werde es wahrscheinlich, denke ich, nach Persona spielen. Hier ist das Persona is acceptable. Ich will trotzdem irgendwann 2, bitte. Weiß ich nicht. Ich fand 3 jetzt wichtiger, weil es ja hieß es. I'm Jack Frostho, nice to meet ya, hey ho. The Magician Social Link infuses Jack Frost's power. Level up, Level 17. Under the current fusion forecast conditions, Jack Frost gained additional power. Under the current fusion forecast conditions, various bonuses were granted. Magic, luck. Bonus Skill Resist Fire. As a result of the Fusion Forecast, Jack Frost learned Resist Fire. Ich habe das erste DLC durch, ich weiß nicht mehr, wie das in meinen Besitz gekommen ist. Was von Dark Souls 2 oder von Dark Souls 3? Es emerged from the Sea of Your Souls. Was ist denn Legion für ein Ding? Alter! Ich meine, es ist stark gegen Eis und Feuer, aber makes all foes panic. Ich weiß auch, warum, wie das aussieht. What the fuck von 3? Darkness, low chance, instant kill, evil smile, instis 4 in all foes. Panic und 4 kann der auf alle machen. Und gegen Dunkelheit, das stimmt. Also der ist schon ganz krass, aber der ist noch zu hoch im Level. Huan Po. Nullified. Feuer einfach. Dieses Medium Fire Damage. Oder es wäre der erste, der Medium Damage dealen kann.
Also ich kann nur bis Level 16 fusen. Huan Po. Odobash, Yakshini. Queen Map. Also die Designs sind ziemlich geil, finde ich, von den Sachen. Ah, das ist die andere Variante. Heals Damage, Increase Foe. Ich glaube, das ist die andere Seite von dem komischen Mond, den wir hatten. Principality. Light, Low Chance of Instant Kill, deals Physical Damage to one foe two times. Two in Shot. Krieg den Lutscher nicht auf. Moment, den Lutscher? Archangel hätte ich immer noch Bock, mir das zu machen, weil ich glaube, es ist ein ganz guter Healer. Wenn er Media lernt. Party HP. Und das von Justice. Principality, Ipon Datra. Das wird der Darkness, Fortuna. Alter, die Designs sind insane. Holy shit. Also genau, den kommt man. Titan kommt man noch. So ein Elektro-Damage-Dealer. Elektro-Damage-Dealer wollte ich mir jetzt nicht holen, weil ich habe meinen Anfang. So nur der Lutscher. Mokoi war Death. Ghoul war Death. Heals Light Physical Damage, Poisons One Foe. Weak gegen Feuer, Nullified Ice. Weak gegen Licht. Der war nicht weak gegen Licht, ne? Der war Nullified Ice, weak gegen Feuer nur. Und der lernt Ukukaya. Increase One. Da ist. Okay, das ist ein Buff. Weil du keinen vom Friseur bekommen hast. Was ist das denn? Das ist halt einfach ein Elektroschaf. Mit Silence? Einhornschaf, ja. Elektro-Einhornschaf. Nullified auch Elektro. Ich hatte mir schon. Taoti. Das leitet Dunkelheitsangriffe um. RPL steht für Repel, glaube ich. Dieses Medium Almighty. Almighty Damage to all foes? What? Das ist auch Level 35. Mind Slice. Dieses Medium Physical Damage to all foes. Nullify Stat Penalty. Kriegt einen Panic Boost. Adra. Ah, hier gibt es echt schon geile Sachen. Phoenix. Gut, ein Phoenix ist irgendwie klar, was es ist. Aber das ist aber ein Elektro-Phönix. Ne, Wind Damage. Will ich im Competium eigentlich irgendjemand rausholen? Yomotsu Shikome war halt den Jack Frost, Odobas Pixie. Omoikana war schon jemand, den ich eigentlich ganz geil fand. Mit Poison Mist und so. Ich habe jetzt 23.000. Ich glaube, ich bin mit 3.000 Yen ungefähr in die Session gegangen. Habe einfach 20.000 gemacht. Yo. Ich habe die Sachen da gar nicht verkauft, die ich dabei auch noch gekriegt habe. Ich hole mal Slime und guck mal, ob ich den noch aufusen kann. Triangle. Wobei, kann einfach das machen. Angel und Slime ergibt zum Beispiel Absaras. Titan krieg ich von Jack Frost. Slime. Oh, guck mal, ich kann die Sylph mit Jack Frost. Ach, schon wieder mit Jack Frost. Ist ja doch kacke. Und Mozun Shikone habe ich noch. Mokoi mit Saki Mitama. Das war das Eisding. Könnte ich einen Death machen? Steric Slab. Nullify Stat Bonus, Valiant Dance. Friseur am KW. Müsst du aber wieder zum Friseur. Musst du nicht zum Friseur? Level 18 darf ich nicht. Senri. Das wäre halt Feuer für mich. Izanagi will ich aber nicht wegmachen. Und den darf ich noch nicht. Ich glaube, über Surge ist schon deutlich einfacher. Muss ich eigentlich mal Haare auf Schulterlänge runterschneiden? Ja, wie gesagt, ich muss eigentlich auch mal. Und Po, Odobash, Yakshini.
Senri, war das? Oberon? Oberon war der. Stark gegen Feuer, Nullified Elektro. Armchopper. Weak gegen Wind. Valkyrie Angel Slime. Und hat dann halt Elektro. Elektro habe ich halt schon, das brauche ich irgendwie nicht. Queen Map. Aramitama, also was hat der denn? Principality, Archangel. Valkyrie Saki Mitame, kann ich zu Archangel machen. Nagi Angel Slime. Ipon Datara, das ist der. Tuna ist halt Level 35. Also so in 30ern Leveln gehen dann die Sachen richtig durch die Decke, glaube ich. Angel und Jack Frost. Warum würde ich ein Level aus dem Level 17er Level 14er machen? Bin ich ganz verstanden. Ist halt wieder Wind. Weil ich habe aktuell keinen Wind. Jack Frost Slime. Valkyrie Angel. Jack Frost werde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Deswegen wäre ich Valkyrie Angel besser, weil Angel will ich glaube ich gar nicht haben aktuell. Adra, Phoenix, Kuthis. Kuthis könnte ich mir einfach holen. Gyro? Stark gegen Wind, stark gegen Dunkelheit. Die ist Light Physical Damage. Autoturaka, Automatic Turakaya at the start of the battle. Hä? Das sind Turakaya. Das Ding heißt nämlich Gyro. Persona gains 1 for the human inactive. Growth 1. Das ist wieder ein Heiler, wa? Nullified Wind, Nullified Licht, Weak in Electro. Wind Damage. Magura to All Force. Hammer. Instant Kill. Das ist Licht-Wind. Wir hatten doch hier vorhin einen, den ich machen wollte. Archangel, ne? Hier würde ich mir Valkyrie auf jeden Fall zurückholen, weil Saki Mitame ist nicht so geil. Aber da könnte halt jede Menge Debuffs tatsächlich mitnehmen. Er hat auch deutlich mehr Endurance als Saki Mitame. Also fast einen Meter weg. Moment, du willst mir erzählen, du hast deine Haare gerade bis zum Arsch wieder? Ernsthaft? Oder Titan? Das ist halt wie Electrical Damage, das ist Bullshit. Aber der hat deutlich bessere Werte. Das andere war nicht Level 14, oder? Das andere war Level 11. Archangel. Das ist ziemlich lang, Xan. Das ist ziemlich lang. Wir machen mal Mokoi. Als Death. Die ist Light Fire Damage? Nee. Doch, wir haben dann kein Fire Damage, was? Bufu, Ice Damage, Evil Touch. 4 Poison Swanfo. Poison hätte ich gerne. Decreases Hit Evasion. Decreases one for Defense. Increases Defense. Physical. Sonic Punch haben wir Physical. Evil Touch 4. Oder Feuer Damage an alle. Moment. Er ist weak gegen Feuer. Feuer war, glaube ich, nicht weak gegen Eis. Also das auf jeden Fall. Poison auf jeden Fall. Wir könnten noch Heilung mit reinnehmen. Wir haben immer auch keine... Heilung sollten die anderen übernehmen.
ihr, die Mitspieler sozusagen. Machen wir das so. You have no rank in the Death Social Link. Moreover, you have yet to establish this link. You will be unable to bestow any additional power into this persona. Is this acceptable? Es wäre schon, glaube ich, sinnvoller, die anderen zu machen, wo ich halt schon Dinge tun kann. Yomutsu und Shikome, Jack Frost. Wie zum Beispiel das Schaf. Das Elektroschaf. Aber dann verliere ich ja meine Persona, meine... Weiß nicht, ob das so geil ist. Meine Stadtpersona. Ich hänge da so ein bisschen hinten dran. Ich will die Stadtpersona behalten. Ja, wir machen Sylph. Dann haben wir wieder Wind. So, wir wollen Weak gegen Elektro. Elektro Weak gegen Eis. Panic auf jeden Fall. Arm Chopper, Media, Party HP hier. Decreases Defense, Panic Boost. Panic Boost ist Quatsch, weil ich keinen Panic mitnehme. Nehmen wir mal Eis mit rein. Moment. Ist nicht Magic? Ach, das ist ja auch was ich nicht habe. Das zackt doch alles. Dann kriege ich ja gar keine idealen Sachen raus. Ach Mann. Wir fusen einfach normal weg. Wir wollen Slime und Angel Fleet. Okay, Angel, das ist langweilig. Wir können Cool Fizz. Okay, wir machen Dreier Freeze. Fuse. Angel und machen wir Archangel. Machen jetzt einfach Archangel. Komm, let's do it. Light Wind Damage. Ist halt so. Kriegen keine additional Power raus. Let's do it. Aber das sind die, die ich jetzt nicht mit behalten will. Archangel. To your glory. So, jetzt haben wir drei Plätze übrig. Hier können wir doch acht machen. Haben wir vorhin verzählt? Eigentlich brauchen wir Saki Mitama auch nicht. Epon Datra, das darf ich noch nicht. Dödödödüm. Mit Izanagi könnte ich einen Ghoul machen. Welk. Dirsch ist natürlich doof. Jack Frost, ein Titan. Okay, das doppelt sich jetzt, glaube ich, langsam mit den Sachen, die wir hier zusammen fusen können. Die scheinen ein bisschen von den Elementen und welchem Haus, welcher Zugehörigkeit des Trees hier angehören, abzuhängen. Müssen wir nicht registern. Frage ist, wollen wir aus dem Kompedium noch jemanden mit rausnehmen? Jack Frost haben wir schon, oder jetzt? Das fehlt mir so ein bisschen. Ich kann nur im Fuse mir nachgucken, welche habe ich denn eigentlich gerade. Valkyrie, Izanagi, Saki Mitama, Jack Frost, Archangel. Mir fehlt jetzt mal hier Feuer. Ich hab Wind, ich hab Eis. Ich hab sogar Triple Eis, fällt mir gerade auf. Alter, das ist so ein Quatsch. Du hast doch auch Eis. Also würde ich auf jeden Fall Saki Mitama nochmal eigentlich wegmachen. Ein Ghoul? Izanagi? Muss mir Izanagi zurückholen. Brauche er nicht Triple Ice? Das ist übelster Bullshit. Aber wie krieg ich Leute eigentlich raus aus meinem Team, wenn ich sie nicht haben will? Wenn ich sie nicht fusen will. Kann ich sie hier freilassen oder was? Ich kann sie dismissen. Okay. Da verliere ich es aber einfach nur. Ich habe also nicht viel gekonnt. Dann kann ich es auch wegfusen.
Okay, da habe ich noch nicht. Dammit. Da habe ich auch nicht. Moment, Eligo? Ach, Eligo war das. Oh, Izanagi wollte ich nicht. Shini darf ich nicht. Darf ich alles nicht. Okay, muss ich doch ins Compendium gucken. Und mir erstmal Sachen rausholen.